Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vor rund 2.500 Jahren sagte der Athener Perikles: Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger. Perikles ist einer der frühesten demokratischen Politiker und er war Verfechter einer lebhaften Bürgerbeteiligung. Ob er heute ein Stuttgart 21-Gegner wäre, das vermag ich nicht zu beantworten. Mit Sicherheit würde er aber heute seine Aussage noch ergänzen. Denn nach 2.500 Jahren Demokratiegeschichte stehen wir in der Gegenwart vor einer etwas komplexeren Situation. Was, meine Damen und Herren, was, wenn der Bürger gar nicht still ist, wenn er an den Dingen seiner Stadt Anteil nehmen will, die Gesetze und die Verwaltung ihn aber daran hindern? Perikles würde vermutlich feststellen, dass unsere Gesetze dann nicht nützlich, der Demokratie nicht ganz so dienlich sein, also eher schlechte Gesetze sind. Und in der Tat müssen wir uns heute fragen, ob unsere Gesetze noch zeitgemäß sind. Gestern erhielt ich von der Landesregierung eine Antwort auf meine kleine Anfrage, die uns alle nachdenklich stimmen muss. Dem Innenministerium sind in den vergangenen 10 Jahren 29 Bürgerbegehren angezeigt worden, für die die Bürgerinnen und Bürger in unseren Städten und Gemeinden auch ausreichend Unterschriften gesammelt haben. Jetzt raten Sie mal, wie viele von diesen Bürgerbegehren danach von der Verwaltung und den Gemeindevertretungen für unzulässig erklärt wurden. Sie wurden zu unzulässig erklärt. 19 von 29. 19 von 29. Meine Damen und Herren, 2/3 der Bürgerbegehren wurden amtlich für wertlos erklärt. Und das, nachdem die Bürgerinnen und Bürger unterschrieben haben. Nachdem sich die Antragsteller viele, viele Stunden, Tage und Wochen mit demokratischem Herzblut engagiert haben. Woran liegt das? Ich glaube, dass es an unseren Gesetzen und Regularien liegen muss. Mit dieser Gesetzeslage, Herr Renz, zu Heiner Geißler komme ich nachher noch, ganz speziell für Sie. Mit dieser Gesetzeslage werden den engagierten Bürgerinnen und Bürgern der Glaube und die Überzeugung an die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie leider systematisch genommen. Meine Damen und Herren, was hier in unserem Bundesland passiert, ist mit Verlaub eine Frustrationsmaschinerie, der wir besser heute als morgen Einhalt gebieten sollten. Und der von uns Grüne vorgelegte Gesetzesentwurf kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht ändern können. Wer sich unseren Gesetzesentwurf genau angesehen hat, wird dabei festgestellt haben, dass es sich hier nicht um ein revolutionäres Machwerk handelt. Nein, das war auch nicht unsere Absicht. Wir Grüne legen dem Hohen Haus hier eine behutsame und moderate Gesetzesänderung vor, um das seit 1994 nicht mehr wesentlich geänderte Verfahren zur Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene an die Erfordernisse unserer Zeit anzupassen. Meine Damen und Herren, Sie werden in unserem Gesetzesentwurf keine Änderung finden, die es nicht in einem anderen Bundesland schon gibt. Richtig, das ist keine Revolution. Das können Sie uns jetzt vorwerfen. Aber es handelt sich hier um eine notwendige Gesetzesevolution. Wir wollen ein Update der Kommunalverfassung, ein Update der Bürgerbeteiligung, insbesondere auch deswegen, weil die Regelungen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auch bei der letzten großen Novelle der Kommunalverfassung leider ausgespart blieben und nicht angefasst wurden. Und eben, wie ich es vorhin schon sagte, in ihrer heutigen Form schon fast seit 1994 unverändert bestehen. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, das Verfahren für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Gemeinden und Städten bürgerfreundlicher zu machen. Ziel ist es auch, dass mehr Bürgerbegehren zu echten Bürgerentscheiden führen. Dafür müssen wir die hohe Zahl der unzulässigen Bürgerbegehren reduzieren. Wie wollen wir das also nun erreichen? Das Bürgerbegehren, für das laut Kommunalverfassung mindestens 10% der wahlberechtigten Einwohner unterschreiben müssen, ist bekanntlich die Vorstufe zum Bürgerentscheid. Erst wenn genügend Unterschriften gesammelt wurden, prüft, das ist Ihnen sicherlich auch bekannt, die Verwaltung, ob das Bürgerbegehren formal und materiell zulässig ist. Also ob zum Beispiel das Anliegen richtig formuliert ist, ob es zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde gehört, ob es einen realistischen Kostendeckungsvorschlag enthält und. Wir kennen das alle. 2/3 aller Bürgerbegehren scheitern an dieser Prüfung und werden daher nicht zur Abstimmung als Bürgerentscheid zugelassen, werden nicht als Bürgerbegehren anerkannt. Dies führt regelmäßig zu Frustrationen bei den engagierten Antragstellerinnen und führt im schlimmsten Fall,
wiederhole im schlimmsten Fall, zur politischen Resignation bei vielen, vielen Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. Wir lösen das Problem mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf auf elegante und einfache Weise. Bürgerbegehren sollen in Zukunft bei der Verwaltung angezeigt werden. Wenn es der Antragsteller dann wünscht, prüft die Verwaltung im Vorhinein das Begehren auf Zulässigkeit. Erst danach beginnt dann die Unterschriftensammlung. In Zukunft soll die Zulässigkeitsprüfung nicht nach, sondern vor der Unterschriftensammlung erfolgen. Diese Regelung ist im Übrigen kein Novum, ist keine Regelung, die sich die Grünen haben einfallen lassen, sondern hat sich in Niedersachsen bereits bewährt und steht dort in der Kommunalverfassung. Wir Grüne schlagen hier auch gleich noch eine Reihe weiterer Änderungen vor. Zum Beispiel, dass die Verwaltung den Antragstellern nicht nur beratend bei Fragen zum Kostendeckungsvorschlag zur Seite steht, sondern auch zu allen anderen inhaltlichen und formalen Fragen, um ein Bürgerbegehren zu initiieren. Mit einer weiteren Änderung wollen wir erreichen, dass die Gemeinde und die Antragsteller im Falle eines Bürgerentscheides in einer gemeinsamen Informationsbroschüre über Vor- und Nachteile des Anliegens informieren. Damit wird unseres Erachtens die Meinungs- und Willensbildung in der Bevölkerung gleichberechtigt und ausgewogen gefördert. Auch das finden wir in anderen Bundesländern bereits in der Rechtspraxis. Interessierte Juristinnen könnten nun die Frage stellen, ob es eigentlich für eine Legislative, also für uns als Landtag, statthaft sei, per Gesetz in eine Verordnung der Exekutive einzugreifen. Das machen wir ja hier, weil wir für die Informationsbroschüre hier mit unserem Gesetzentwurf in die Durchführungsverordnung der Kommunalverfassung eingreifen, die das Innenministerium bekanntlicherweise erlassen hat. Ich kann Sie aber alle beruhigen, das ist ein absolut übliches Verfahren im Bundestag, wie auch in den Länderparlamenten. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2005 sogar abschließend festgestellt, dass es selbst der sogenannten Entsteinerungsklausel nicht mehr bedürfe. Ich hole hier mal aus, weil das ist ganz interessant. Diese war immer an Legislativbeschlüsse angehangen worden, diese Entsteinerungsklausel. Und damit eben die veränderte Verordnung nicht Gesetzesrang erhält und dem Ministerium für alle Zeiten entzogen wird. Aber wie gesagt, hat das Bundesverfassungsgericht 2005 entsprechend geurteilt, dass davon auszugehen sei, dass aus Gründen der Normenklarheit auch solche Teile von Rechtsverordnungen Verordnungsrang haben und behalten, die durch förmliches Gesetz geändert worden sind. Deswegen, so schlau sind wir, haben wir die Entsteinerungsklausel auch gleich weggelassen. Zurück zum Antrag. Wir wollen auch das Zustimmungsquorum bei Bürgerentscheiden von bisher 25% ganz moderat auf 20% senken. Der Bürgerentscheid soll also erfolgreich sein, wenn sich die Mehrheit der teilnehmenden Wählerinnen und Wähler dafür aussprechen und wenn diese Mehrheit mindestens aus 20% aller Wahlberechtigten in der Gemeinde besteht. 20%, das entspricht etwa der absoluten Mehrheit bei Bürgermeisterwahlen, an denen meist nur noch, wir wissen es leider, 40% aller Wahlberechtigten teilnehmen. Wir halten das also für ein angemessenes Quorum. Außerdem machen es uns andere Bundesländer wieder einmal vor. In Schleswig-Holstein und in Rheinland-Pfalz liegt das Zustimmungsquorum ebenfalls bei 20%. Bayern, Thüringen und Nordrhein-Westfalen haben sogar nach Einwohnerzahlen abgestufte Prozentzahlen zwischen 10% und 20%. In Hamburg gibt es auf Bezirksebene gar kein Zustimmungsquorum mehr. Wir schlagen auch vor, die aufschiebende Wirkung eines erfolgreichen Bürgerbegehrens klar und deutlich zu regeln. Dieser Rechtsschutz musste in der Vergangenheit immer umständlich, aber meistens erfolgreich, wir wissen das, über eine einstweilige Verfügung per Gericht erwirkt werden. Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, soll bis zur Durchführung des Bürgerentscheids eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeinde nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, es sei denn, das ist die Einschränkung, zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde bereits bestanden. Dass durch diese aufschiebende Regel, meine Damen und Herren, Sie brauchen da auch keine Angst zu haben, dass durch diese aufschiebende Regel, die der aktuellen Rechtspraxis ja schon entspricht, nun alles lahmgelegt wird. Die aufschiebende Wirkung beginnt, und da kann ich Sie beruhigen, nach unserem Gesetzentwurf, nämlich nicht nach der erfolgreichen Vorprüfung der Zulässigkeit, sondern die aufschiebende Wirkung beginnt erst nach Vorliegen und Erfüllung
aller Zulässigkeitsbedingungen, also erst nach Einreichung der Unterschriften, erst dann beginnt nach unserem Gesetzentwurf die aufschiebende Wirkung. Alles in Ordnung. Gut, meine Damen und Herren, ich sehe die rote Lampe. Ich führe meine Ausführungen nachher in der Aussprache fort. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, möchte aber schon mal den Antrag einbringen, dass wir gerne diesen Gesetzesentwurf federführend in den Innenausschuss überweisen möchten und mitberatend in den Europa- und Rechtsausschuss. Vielen Dank. Applaus